So, da wären wir auch mal wieder. Jo. Ich höre die Dinger immer noch. Irgendwo scheinen die noch zu sein. Nee. Da kann ich nicht. So. Und so. Und ah, wir haben uns jetzt einen Weg gemacht, okay. Was gibt's denn hier aber noch? Okay, hier gibt's nichts, oder ich sehe nichts zumindest. Wir singen unser Katzenlied, komm. Hoch können wir. Aber anscheinend müssen wir da rechts, glaube ich. Die Pfeile zeigen uns irgendwie den Weg. Ich glaube, wir müssen durch das Fenster. Gibt es irgendwie einen anderen Weg aus dem Fenster? Ich glaube, hier rum, ne? Nein, nicht runter. Vielleicht oben rum. Ne, hier können wir gar nicht. Dann. Miau. Ich feiere das immer noch, wie der antwortet hier. Ja, so geht's auch. Ja, und. Ja, hier tropft's. Hier können wir auch bestimmt. Ja. Kommt. Komm, das muss weg. Komm, runter damit. Nein. Und jetzt, ja. Und ja. Und zurück können wir auch nicht mehr. Okay, zurück, hinten gab es auch irgendwie nichts brauchen. Hä? Ah, das ist ja nice. Jedes Mal, wenn ich miaue, sagt er mir, wo ich hin muss. Das ist eine Wegweisung. So kommunizieren wir also. Alles klar. Aber irgendwie, ich will hier auch alles erkunden gerade. Teilweise keine Ahnung, wo ich hin muss. Da muss ich auf jeden Fall noch. Und dann dahin. Das sieht mir nicht gerade sicher aus. Ich glaube, wir fallen da runter. Ja, habe ich mir gedacht.
Ah, okay, hier gibt es nichts. Oh, doch, hier. Und dann dahin. Darüber können wir nicht. Ah, da hoch vielleicht. Da. Jo. Und off. Und umstoßen. Boah, die Katze ist schon schlau. Die weiß genau, wie sie ihren Weg machen muss. So, muss sie eben noch einen Schluck trinken. So, da werden wir. Dann hier. Und da. So, hier sind wir auch schon mal richtig, ja. So, Katze sein ist schon geil irgendwie. Vorausgesetzt, man weiß auch wohin. Nein, voll runter. Ah, hier. So geht's. So, und da wären wir. Und dann wahrscheinlich wieder hier hoch. Dann da hoch. Ja, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Boah, das ist so süß, wie die miaut. Da müssen wir hin. Jo. Und wahrscheinlich wieder dadurch. Nee, da. Ja. Haben wir einen kleinen Bug gefunden. Ah, okay. Den haben wir jetzt ausgemacht. Das ist eine wirklich schlaue Katze. Was können wir damit jetzt machen? Sieht ja richtig süß damit aus. Und jetzt können wir aber nicht miauen. Was war das? So, okay. Ah. Und hops. Die Wohnung. Ja, Mann. Können wir hier pennen? Ah, hier müssen wir so oder so lang. Hier kratzen wir auch noch auf. Ja, der hat wohl Ewigkeit nicht aufgeräumt. Ja, der antwortet wieder. Hoppala. Und hier schmeißen wir auch alles um. Schade, dass hier auch nichts zerbricht von den Flaschen oder so.
Bett, Klo. Ist auch interessant. Aber ist in diesem Spiel nicht alles von Robotern bevölkert? Wozu brauchen die dann eine Toilette? Ist für Ölwechsel wahrscheinlich. Muss mich hier lang? Nee. Brauche Hilfe. Daten korrumpiert, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Ah. Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Das hier ist nice. So, da muss ich irgendwie wahrscheinlich auf Enter drücken. Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Hallo? Oh, hoppala, was war das denn? Was haben wir jetzt gemacht? Den packen wir dann da, ne? Da wieder rein. Ach, hier müssen wir die reinmachen. Ne, da unten ist der. Dann hier. Ist hier noch irgendwo ein? Da oben. Wie kommen wir da? Da bestimmt. Ja. Da haben wir einen. Und. Aua. Nee. Da. So, einen muss ich noch. Hier ist noch einer. So. Dann hier. Nice, Tür gefunden. Was ist denn für ein Symbol im Monitor? Ja. Muss ich damit jetzt was machen? Ist da irgendwo vielleicht rein? Muss ich hier vielleicht irgendwo weiter? Nee. Ja. Okay, wenn ich das Ding hier loslasse, die Monitore gehen aus. Wenn ich den aber wieder
Na, wenn ich den loslasse, gehen die Monitore an. Wenn ich ihn wieder aufnehme, brauche ich den vielleicht für irgendwas. Oder muss der hier vielleicht rein? So, jetzt muss er da rein. Jo. Boah, wie süß die sich erschreckt, ey. Ah, das ist doch B12 hier aus dem Trailer. Das ist ja auch richtig süß, ey. Was? Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Änderungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Nicht allein. Wo ist B12 hin? Wo ist er hin? Ist er hier lang? B12, hallo. Öffnen. Wo ist er hin? Oh ne, die antworten mir nicht mehr. Aber wo ist er hin? Hä? Hier kann er auch nicht mehr weiterhin. Übersetzen. Aber wo ist er hin? Ach, da ist er. Na, dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Ah? Den musst du dir noch umlegen. Wie muss ich mir den umlegen, ey? Und jetzt? Boah, das hier ist richtig süß. Das ist zu schwer für die Katze. Ich bleib jetzt so liegen. Hab keinen Bock mehr, ne? Ist mir zu schwer.
Ganz schön schwatzhaft. Geil. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeine wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe die Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Ja. Drücke hoch, um das Inventar zu öffnen. Nice. Untersuchen. Gegenstand drehen. Ah, hier sind Erinnerungen. Sensoren erfassen Erinnerungsdaten in der Nähe. Okay. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns in dieser Wohnung verschwinden. Aus dieser Wohnung verschwinden. Ja, okay, komm. Aber erst einmal. Hier war ja was. Das ist ein Ingenieurdiplom. Es gehört dem Wissenschaftler, für den ich gearbeitet habe. WC99 Campus Affiliated Institution. World City 99 International University. To all whom these letters. Knuts Science and Tech Institute. Dann der kleine kann ich lesen. Ja, okay. Hätte mich schon auch interessiert, wie der Typ hieß. Hallo? Okay. War das vielleicht die Erinnerung? Nö. So, dann können wir jetzt hier öffnen. Wähle Gegenstand zum Verwenden. So, dann. Taschenlampe. Ah! Nice. Gibt es hier auch nicht. Obwohl, so dunkel ist es auch nicht. Hier. Okay, hier. Vielleicht. So. Digicode benutzen. Digicode. Hier vielleicht irgendwo ein Digicode. Ah, da oben. Den Mist weg. Und 3748. Okay. So. 3748. Nice. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Ja, ein Aufzug, aber ist das ein normaler Nachthimmel hier oder? Oder was ist das? Ich habe keinen Schimmer. So. Und was zum? Jo, was ist hier passiert? Was so? Jo, das Zeug lebt ja noch teilweise. Und das Ding fährt wieder hoch, okay. Boah, ist das aber widerlich.
Ich kann mittlerweile auch verstehen, warum das hier die tote Stadt heißt. Obwohl, so tot ist es auch nicht. Vielleicht nur von... Ja. Weiß ich nicht, was sie... wie man es nennt. Oder was hier wirklich lebt. Also ich glaube mittlerweile, es sind Roboter. Warte, ich erinnere mich, die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Ja, nimm du einfach alles mit. Neuen Gegenstand errungen. Postkarte, nice. Warum habe ich diese Erinnerungen? Warum kommen sie? Lass uns weitergehen. Neue Erinnerung wiedergefunden. Ah, okay. Ich glaube, da müssen wir rüber. Ja. Nee, wahrscheinlich hier. Ja. Und nächster Fahrstuhl, aber ich will mich hier erstmal noch ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Ne? Ah, da können wir uns was übersetzen lassen, glaube ich. Ja. Sicherheitszone. Ja, okay, dann springen wir mal darüber. Nein! Nein! Was sind das? Kann ich da irgendwie... Bloß weg hier. Die Slums. Da lebt jemand. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wie kann man so viel Angst vor einer Katze haben?
Oh, wieder lächeln. Was? Die scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Ah, nice. Also diese komischen kleinen Viecher werden Zurk genannt, oder wie? Oh, wieder lächelt. Wie der da vorne so böse ist. Wie? Bitte störe meine Meditation nicht mit seltsamen Bildern. Mit Johann sprechen. Okay. Wer ist das? Okay, der ist böse. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Mit Angela sprechen, okay. Und wer ist das? Ronan, dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Rone? So. Dann haben wir hier noch. Joris, du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurk. Oh, sehr hübsch. Die wissen alle gar nicht, was ich will. So. Und wer bist du? Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Hm? Also, da müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hin. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.